Zugegeben freue ich mich schon übertrieben auf die nächste Woche. Naja, ich bin ganz sicher, dass überhaupt alle kaum erwarten können, was eigentlich die nächste Woche passieren wird. Und ich meine überhaupt alle. Deine Freundin, deine Frau Lehrerin, deine Eltern, deine Oma. Du natürlich. Warte mal, hast du schon vergessen, was die nächste Woche stattfinden wird? Ernst? Nächste Woche werden die Nobelpreisgewinner in Stockholm angekündigt. Zuerst glaube ich Physiologie und Medizin am Montag, dann Physik am Dienstag, dann am Mittwoch ist es Chemie und dann alles andere. Wer bekommt 2021 den Physik-Nobelpreis und ob es eine realistische Chance gibt, auch für meine Wahlheimat Österreich einen Physik-Nobelpreis dieses Jahr zu bekommen? Darüber reden wir heute in diesem Video, volle unbegründete Vermutungen und Spekulationen. Bleibt dran! Letztes Jahr habe ich auch vor der Nobelpreiswoche so ein oder ähnliches Video gedreht, in dem ich ziemlich viel über den Nobelpreis erzählt habe. Dieses Jahr wird der Nobelpreis schon seit 120 Jahren verliehen und der erste Nobelpreisträger 1901 war Wilhelm Conrad Röntgen, ein Deutscher. Letztes Jahr, 2020, gab es eigentlich auch einen deutschen Nobelpreislaureaten Reinhard Genzel, der gemeinsam mit Roger Penrose aus Großbritannien und Andrea Goetz aus den USA einen Nobelpreis für schwarzen Löchern-Forschung bekommen hat. In diesem heutigen Video nehme ich mir die Freiheit, ein bisschen darüber zu quatschen, zu spekulieren, wer schon die nächste Woche den Physik-Nobelpreis bekommen könnte. Und warum ich glaube, dass dieses Jahr der Physik-Nobelpreis nicht an Deutschland, sondern an Österreich verliehen wird. Erstens, es fällt allen schwer, Prognose zu machen, insbesondere, wenn diese Prognose die Zukunft betreffen, oder? Aber es gibt bestimmte Faktoren, die man auch in Betracht ziehen kann, die uns bei solchen Vorhersagen im Prinzip helfen können. Zum Beispiel, die Sache mit dem Nobelpreis ist, es gibt immer viel mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die etwas gemacht haben, was einen Nobelpreis wert ist, also die einen Nobelpreis auf jeden Fall verdient haben, als von Leuten, die eigentlich einen Nobelpreis in ihrem Leben bekommen haben. Die Leute, die wirklich was gemacht haben, was einen Nobelpreis wert ist, sind trotzdem extrem selten. Ich meine überhaupt nicht, dass zum Beispiel jeder zweite Physiker oder jeder zehnte Physiker einen Nobelpreis im Prinzip verdient hat. Nein, die Zahl der Menschen, die einen Nobelpreis bekommen könnten, ist trotzdem nicht so groß. Sie ist nicht tausendmal so groß wie die Zahl der Nobelpreisträger. Sie ist vielleicht fünfmal so groß. Das heißt, es gab zum Beispiel hunderte Physik-Nobelpreise seit 1901 und es gibt vielleicht tausende Menschen, die einen Nobelpreis im Prinzip bekommen könnten. Es gibt bestimmte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder die von ihnen geleiteten wissenschaftlichen Gruppen, die wirklich auf der Spitze eines Forschungsbereichs sind. Diese Forschungsgruppen sind allen bekannt, zumindest in diesem Bereich der Physik zum Beispiel. Und wenn der Gruppenleiter oder die Gruppenleiterin einen Nobelpreis dieses Jahr bekommt, würde das niemanden überraschen, wirklich. Und es gibt nicht so viele von solchen wirklich starken Forschungsgruppen. Darüber kann man spekulieren und die Forscherinnen und Forscher, die ich heute erwähne, werden auch in der Community so gesehen als potenzielle oder zukünftige Nobelpreisträgerinnen und Träger. Ich meine, das ist nicht nur meine Gedanken, viele Leute halten das für möglich. Und zweitens, obwohl es keine solchen Regeln gibt und wenn es sie gibt, sind sie auch natürlich geheim, gibt es eine bestimmte Struktur oder eine bestimmte Ordnung, in dem welche Bereiche der Physik einen Nobelpreis jedes Jahr bekommen. Es ist gefühlt immer so, dass wenn Astrophysik oder Teilchenphysik letztes Jahr einen Nobelpreis bekommen hat, wird es dieses Jahr was anderes. Zum Beispiel Festkörperphysik oder Atomphysik, Optik, Quantenphysik. Ob das stimmt, weiß natürlich niemand, aber das kann man auch in Betracht ziehen und ein bisschen spekulieren, dass dieses Jahr unsere ganz normale irdische Physik, also Optik, Atome, Moleküle, Festkörperphysik, solche Sachen einen Nobelpreis bekommen und keine schwarzen Löcher wie letztes Jahr oder. Im Internet gibt es auch einige Plattformen, auf denen man versucht, die zukünftigen Nobelpreisträger vorherzusagen. Sowohl qualitativ, also Blabla, wie ich in diesem Video, als auch quantitativ. Zum Beispiel gibt es die sogenannten Citation Laureates,
ursprünglich von Thomson Reuters veröffentlicht und jetzt von Clarivate. Das heißt, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die oder deren Werke, deren Artikel am meisten zitiert werden. Und natürlich gibt es auch unter solchen erfolgreichen Forscherinnen und Forschern mehr Leute, die einen Nobelpreis realistisch in der Zukunft bekommen können. Und ein paar Leute haben sie auch korrekt vorhergesagt. In Physik zum Beispiel, das war Kip Thorne und Rainer Weiss, die 2017 für die Entdeckung von Gravitationswellen einen Nobelpreis bekommen haben. Es gibt auch andere Webseiten, die sozusagen weniger quantitativ sind, aber wo man darauf wetten kann, wer den Nobelpreis dieses Jahr bekommt. Zum Beispiel gibt es die sogenannte Sigma Xi Society. Hier haben sie vor ein paar Wochen 16 Kandidaten vorgeschlagen und jeder kann ihre oder seine Stimme abgeben, der Person, die seiner oder ihrer Meinung nach den Nobelpreis dieses Jahr bekommt. Hier gibt es einige Leute, die und deren Arbeit ich nicht kenne, aber es gibt auch ein paar Usual Suspects, die auch meiner Meinung nach einen Nobelpreis verdient haben und vielleicht einen auch bekommen. Zum Beispiel, sie erwähnen hier Jocelyn Bell Burnell. Über sie und ihre Doktorarbeit habe ich auch ein Video gedreht. Damals sah es wirklich so aus, als ob sie die ersten Signale von Aliens empfangen haben. Das waren aber Pulsare, eine Art von Neutronensternen. Auf jeden Fall, der Nobelpreis für die Entdeckung der Pulsare wurde schon leider 1974 verliehen, und zwar an den Doktorvater, an den Professor von Jocelyn Bell, Anthony Hewish. Das ist natürlich nicht fair und ich glaube, das ist auch so gesehen innerhalb der Community, aber es ist schon leider passiert und ich halte das für unwahrscheinlich, dass sie auch 2021 einen Nobelpreis für Pulsare zum Beispiel bekommt, obwohl das echt begründet wäre. Ed Witten. Er ist einer der Gründer der Superstring-Theorie und hat auch die Fields-Medaille bekommen, also den Hauptpreis in Mathematik. Dass Ed Witten oder überhaupt eine Entdeckung in Superstring-Theorie dieses Jahr oder bald einen Nobelpreis bekommt, halte ich für unwahrscheinlich. Der Grund ist, der Nobelpreis ist ziemlich konservativ. Bis jetzt wurde er nur dann und erst dann an Theoretiker verliehen, wann es schon eine unumstrittene und definitive Begründung für ihre Theorien gab. Deswegen hat zum Beispiel Stephen Hawking nie einen Nobelpreis bekommen für seine Theorie der Verdampfung von schwarzen Löchern. Und deswegen hat Roger Penrose erst 2020 einen Nobelpreis bekommen für seine sehr alten Theorien, die erst vor kurzem experimentell bestätigt wurden. Ich hatte übrigens eine Chance, Roger Penrose persönlich kennenzulernen. Er hat mein Institut in Österreich besucht. Äußerst netter Mensch, es war ein riesiges Vergnügen, mit ihm reden zu dürfen. Noch eine Person, die ich auf dieser Liste kenne, ist Michal Liebsen. Sie arbeitet in New York in Columbia University. Damals, als ich an der Harvard-Universität gearbeitet habe, hat sie auch uns besucht und einen Vortrag gehalten. Sie wurde hier vorgeschlagen wegen ihrer durchbrechenden Forschung in Nanophotonik. Das wäre super toll, wenn sie den Nobelpreis bekommen würde. Noch eine Person, über deren Forschung ich eigentlich ein Video gedreht habe, ohne diese Person zu erwähnen, ist Lene Hau. Ich hatte dieses Video, kann man Licht abbremsen? Die Antwort ist ja. Und das basiert auf der Forschung von Lene Hau und den anderen. Gemeinsam mit Stephen Harris aus der Stanford-Universität haben sie das Phänomen von elektromagnetisch induzierten Transparenz, Electromagnetically Induced Transparency, entdeckt. Das heißt, wie kann man mit Hilfe eines Lasers ein Material transparent machen oder durchsichtig machen für einen anderen Laser. Und dann mit Hilfe dieses Effekts, elektromagnetisch induzierten Transparenz, kann man die Gruppengeschwindigkeit des Lichts im Material auch manipulieren und Licht abbremsen, entschleunigen. Und auch Licht zum Stillstand bringen, also zur Nullgeschwindigkeit, was Lene Hau auch vor 20 Jahren gemacht hat. Auf jeden Fall, diese 16 Leute gab es nur in der ersten Runde der Wette. Leute haben ihre Stimmen schon abgegeben und jetzt gibt es 4 Finalisten, die laut dieser Webseite einen Nobelpreis dieses Jahr bekommen könnten. Hier gibt es Michal Liebsen und Jocelyn Bell, die wir schon besprochen haben. Hier gibt es auch Edward Stone, der die Voyager-Mission geleitet hat. Das finde ich nicht so wahrscheinlich, nicht nur, weil Astrophysik schon letztes Jahr einen Nobelpreis bekommen hat. Ich finde das auch ein bisschen
zu technisch für einen Nobelpreis dieses Jahr. Aber das ist halt meine Meinung, vielleicht liege ich falsch. Und hier gibt es auch das berühmte Trio aus Anton Zallinger aus Österreich, John Clauser aus den USA und Alain Aspect aus Frankreich. Erstens, es ist nicht so überraschend, dass sie hier vorgeschlagen wurden. Sie werden extrem oft vorgeschlagen und vielleicht auch für den Nobelpreis nominiert. Das kann natürlich niemand wissen, da die Nominierungen 50 Jahre lang geheim bleiben. 2010 haben die drei den Wolf Prize bekommen und der Wolf Prize ist ein guter Indikator sozusagen, ein Vorläufer des Nobelpreises. Also viele Nobelpreislaureaten auch den Wolf Prize ein paar Jahre früher bekommen haben. Viele Leute innerhalb der Physik-Community und ich auch halten das für wahrscheinlich, dass sie auch einen Nobelpreis bekommen, ob es dieses Jahr passiert oder in der Zukunft. Und wenn das passiert, bekommt Österreich noch einen Nobelpreis und nicht Deutschland. Okay, was ist das eigentlich, was sie gemacht haben? In diesem Video erzähle ich das extrem kurz und falls sie wirklich einen Nobelpreis bekommen, dann widme ich ein ganzes Video diesem Thema. Also ich drücke mir die Daumen. Was sie gemacht haben, hat mit den Grundlagen der Quantenmechanik zu tun. Quantenmechanik ist seltsam, das weißt du schon. Sie war seltsam vor 100 Jahren, in den 1920er und sie ist auch ziemlich seltsam 2021. Es gibt Dinge, die in der Quantenmechanik passieren, die man mit unserem klassischen Gehirn einfach nicht begreifen kann. Viele haben davon gehört, Albert Einstein war ein bisschen skeptisch gegenüber der Quantenmechanik. 1935 hat er sogar einen berühmten Artikel geschrieben, gemeinsam mit Podolsky und Rosen, in dem er die Frage gestellt hat, ob die Quantenmechanik eine vollständige Beschreibung der Realität geben kann. Man hört eigentlich ziemlich oft, nachdem Einstein seine allgemeine Relativitätstheorie entwickelt hat, das war 1915, hat er vermutlich den Rest seines Lebens dabei verbracht, dass er einfach versuchte, die einheitliche Feldtheorie zu entwickeln und hat im Prinzip keine großen Resultate geliefert. Dieser Artikel, meine Damen und Herren, den Einstein 1935 gemeinsam mit Podolsky und Rosen geschrieben hat, ist auf jeden Fall einer der einflussreichsten Artikel des 20. Jahrhunderts. Das ist das, was später als das Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon bekannt geworden ist. Zum Beispiel, stell dir vor, wir haben ein Teilchen, das aus zwei gleichen Teilchen besteht, zum Beispiel aus zwei Elektronen. Und jetzt zerfällt dieses Teilchen in zwei gleiche Teilchen, die in gegenseitige Richtungen fliegen. Diese Teilchen scheinen voneinander unabhängig zu sein, aber das ist nicht wirklich der Fall. Sie befinden sich in einem verschränkten Zustand, also in einem Entangled State. Das heißt, da die Zustände von zwei Teilchen verschränkt sind, sind sie nicht voneinander unabhängig. Und sobald wir den Zustand eines Teilchens messen und den Spinzustand herausfinden, wissen wir sehr genau, was der Zustand des zweiten Teilchens ist, obwohl dieses zweite Teilchen extrem weit von uns sein kann. Und das widerspricht anscheinend der Relativitätstheorie, weil das bedeutet, dass wir die Information sofort und also schneller als die Lichtgeschwindigkeit von der zweiten Teilchen kriegen können. Und das war laut Einstein unmöglich. Er sagte, dass eine gute Theorie lokal sozusagen sein muss und keine spukhafte Fernwirkung erlauben, wie Quantenmechanik. Und deswegen hat er vorgeschlagen, dass Quantenmechanik nicht vollständig ist und man muss sie noch besser und tiefer verstehen. Einstein hat auch eine mögliche Lösung vorgeschlagen, dass es die sogenannten Local Hidden Variables, also lokale verborgene Variablen, geben mag. Also irgendwelche Parameter, die wir noch nicht entdeckt haben, aber die das Paradoxon irgendwie auflösen können. Es ist super wichtig im Kopf zu behalten, dass die Grundlagen der Quantenmechanik fand nicht nur Einstein überraschend. Seit Einstein gab es extrem viele Forscherinnen und Forscher und auch heutzutage ist das ein riesiger Bereich der Quantenphysik. Und in diesem Bereich arbeiten auch Anton Zallinger, John Clauser und Alain Aspect zum Beispiel. Sie haben alle extrem viel im Laufe ihrer Karrieren geleistet und unter anderem haben sie Experimente gemacht genau zu diesem Thema. Sie haben versucht herauszufinden, ob es diese
spukhafte Fernwirkung zwischen zwei Teilchen gibt und ob Quantenmechanik wirklich eine non-lokale Theorie ist. Insbesondere haben sie die sogenannten Bell'schen Gleichungen getestet, also diese Gleichungen zeigen, ob Quantenmechanik eine lokale oder nicht lokale Theorie sein kann. Über ihre Forschung kann man vielleicht 10 verschiedene Videos drehen. Zum Beispiel hat Anton Zallinger auch Interferenz zwischen ziemlich großen Molekülen beobachtet. Und dadurch konnte man sehen, dass sogar ziemlich große Moleküle wie Fullerene oder sogar biologische Moleküle sich auch ziemlich quantum verhalten können. Auch die Quantenteleportation über hunderte Kilometer hat seine Forschungsgruppe durchgeführt. Die Grundlagen der Quantenmechanik ist ein riesiges Thema und zu diesem Thema kann man mehrere und mehrere Videos drehen, sogar in dem, was nur die Arbeit von diesen drei Leuten betrifft. Und falls das passiert, falls sie wirklich dieses Jahr einen Nobelpreis bekommen, drehe ich ein detailliertes Video über ihre Arbeit. Aber vielleicht drehe ich so ein Video auf jeden Fall, wenn nicht nächste Woche, dann nächstes Jahr. Das ist ein super spannendes Thema. Wer bekommt deiner Meinung nach nächste Woche den Nobelpreis in Physik? Schreib mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.